Noch ein Schiffchen. Zange, Werkzeug zum Entfernen von Spießen. Okay, cool. Vielleicht gibt es ja auch eine Taktik, wenn ich einfach nur so zuschlage, dass die mir dann nicht zu nahe kommen, wenn wir eh schon so auf engem Raum sind, ne? War das jetzt nur... Ich sag mir nicht, das war nur für die Zange. Obwohl, wir sollten ja bei Ayakos Zimmer Spieße entfernen und die zum Dings bringen, ne? Das Gerät funktioniert nicht. Aber mit der Zange wäre ich ja ohne Schmerz machen können, ne? Sachen. Okay. Nee. Schrift und Landkarte. Aber die Zange kann ich jetzt ja nicht nehmen, oder? Nee, hier ist auch nichts. Ich wüsste jetzt aber ehrlich gesagt doch nicht, wo wir bei Ayakos Zimmer irgendwelche Spieße gesehen haben. Beziehungsweise, wo wir überhaupt mal Spieße gesehen haben. Ich meine, vielleicht kommt ja random noch irgendwas rein. Wir haben ja unseren Kollegen schon länger nicht mehr gesehen gefühlt. Oh nee, ich höre sie schon wieder. Wir haben die Zange, die würdest du, denke ich mal, auch automatisch benutzen. Hoffe ich zumindest mal. Und da ist halt noch was. Also, bei der Leiche, aber ich komme halt nicht vorbei. Das ist, als ob da Hammer und Meißel ist und das noch blinkt. Dich wegmachen kann ich aber nicht, oder? Nö. Ich bin dezent verwirrt. Wo soll man jetzt die Spieße herkriegen? Aber ich komme ja nicht mal an dem vorbei. Ist ja auch doof. Ah ja, kurz Zimmer kommen wir nicht rein. Auf der anderen Seite werde ich ja auch nichts übersehen haben, ne? Oh, fuck. Nein! Sag mal. Ich treffe die nicht. Dass die auch immer so weit... Oh. Dass die auch immer so weit wegstehen muss. Ich meine, das Gute ist halt, dass wir uns die ganze Zeit, selber heilen können. Aber mir war das vorher noch gar nicht bewusst gewesen, wenn ich jetzt irgendwas umlatsche aus Versehen, dass die deshalb kommen. Okay, hier komme ich auch nicht vorbei. Ob ich Ayako das vielleicht geben kann? Also die Zange? Die muss ja irgendeine Bewandtnis haben. Hier ist bloß eine Kinderpuppe. Hier wurde nichts gefunden und hier kam ich nicht rein, weil ich ja die Glocke brauche. Und wir haben noch ein Rätsel. Was aber nicht funktioniert. Ich verstehe aber nicht... Diese doofe Zange habe ich ja mitgenommen. Warum die nirgendwo... Ach, lol... Hier ist, okay, Werkzeug zum Entfernen von Spießen. Kann nicht benutzt werden. Also muss ich das an irgendeinem bestimmten Ort machen. Was war denn das hier eigentlich gewesen? Der Hofplan? Okay, ich bin nicht davon ausgegangen, dass das jetzt noch irgendwie weiter runtergeht. Ich habe aber das Gefühl, die lauern wieder. Wohin? Ich meine, wir hatten in der Mitte eines Raumes ja das Ding gehabt, was so blutverschmiert war. Aber waren da Spieße drin? Hatten wir einen Spießraum schon? Da hinten ging es ja nicht weiter, ne? Nee, 3-3 habe ich da noch nicht. Unten zum Schrein kann ich auch nicht. Bei der Suite sieht es mir aus, als ob ich noch was übersehen habe. Dass ich... Ich muss mal gucken, dass wir vielleicht zum Nordpavillon kommen. Vielleicht habe ich ja da einfach irgendwas übersehen. Und wir haben da anscheinend noch eine Truhe. Bemerkt er mich? Okay, die Treppe ist mit... Ja. Okay, der bemerkt mich nicht. Und jetzt sagt da oben eine Leiche, aber ich weiß nicht, ob das einer von denen ist, den wir schon kalt gemacht haben. Die verschwinden nämlich, glaube ich, normalerweise. Okay. Jetzt sind wir hier. Und hier ist noch eins... Habe ich das nie versucht, da durchzugehen?
kommt es bekannt vor. So, das Zimmer ist nicht aufgeräumt. Offensichtlich wurde es als Abstellraum benutzt. Und da liegt noch eine Leiche. Ist auffallend aufgedunsen. Aber wir wären hier schon drin, oder? So, das Zimmer ist... Ja, okay, das wissen wir ja. Okay, sonst haben wir aber nichts hier. Ne, dann waren wir hier doch schon drin. Hauptpavillon, wie gesagt, wenn ich da überhaupt hinkomme, wäre noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten... Wüsste ich jetzt nicht. Herrenzimmer sein, der ganze Dinge. Weil wenn, dann müsste es ja hier durchgehen. Aber das sind halt keine Türen, ne? Nee. Okay, nach draußen komme ich da nicht. Aber wie komme ich denn da überhaupt hin? Also irgendwie muss man ja hinkommen. Aber ganz ehrlich, das sieht mir jetzt nicht so aus. Ah, durch die Tür da, ne? Also die Karte ist manchmal ein bisschen komisch. Okay, das war keine Tür. Das ist auch keine Tür. Ich muss halt jetzt mal ganz... Nee. Also hier komme ich nicht weiter. Warum auch immer. Hier komme ich auch nicht durch. Schiete, dann war das doch... Aber wie sollen wir denn da hinkommen? Mal guck mal, die rote Tür oben, da waren wir gerade. Da kommen wir ja nicht durch. Das Einzigste wäre eigentlich... Ja, wüsste ich gar nicht mal. Aber irgendwie muss man... Wie gesagt, ich wäre durch die Suite vom Herrn, weil da ja auch noch ein Stückchen offen ist. Aber ich sehe ehrlich gesagt nicht... Ich weiß nicht, ob ich das hier wegschieben kann. So, es muss das Herr... Ja, das wissen wir. Hier gibt es nichts Besonderes. War da mal was Besonderes? Weil das sieht mir halt immer wie asiatische Türen aus. Oder das, was hinter diesem... Ja, was hier... Was hier halt steht. Mir fällt der Name jetzt nicht ein. Ich meine, das Einzige, was mir bleibt, ist zurückzugehen und dann... ja irgendwo Dings rausziehen. Oder können wir das vielleicht, weil ja da Truhenkammer ist, aber da war ich glaube ich schon drin gewesen, ne? So, die Tür geht nicht auf. Ich weiß, das war nicht die Truhenkammer, aber ich will mal gucken, vielleicht gibt es ja... Warum lebt denn das wieder? Ich hätte gedacht, hier vielleicht durch den Schrank. Bist du noch lebendig? So, hier wurde nichts gefunden. Okay, es ist wieder da, aber ich glaube, hat er sich kalt gemacht gehabt? Ich meine, hier kann ich auch nicht. Eine halb gefressene Leiche liegt in der Wand. Aber hier könnten wir ja auch nichts machen, ne? Und sie hat ja auch nichts gesagt von wegen, ey, hier sind Speere oder so. Was ist ich mit denen hier? Sieht klein, aber schwer. Brauchen wir vielleicht noch für so ein anderes Rätsel? Weiß man ja manchmal nicht. Okay, Thronraum bringt mich auch nicht weiter. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, in der Folge werde ich nicht großartig was schaffen. Oder ich mache einen Cut und suche dann erstmal weiter rum. Ich meine, hier kommt... Ich gehe jetzt einfach mal nach den Sachen, die auf der Karte sind. Vielleicht können wir da noch irgendwie was erledigen. Ich kann mich aber halt leider nicht mehr daran erinnern, was wir so gemacht hatten. Lol, das war vorher nicht offen gewesen, ne? Da ist etwas. Lass mich raten, Erde? Nee, Zauberspruchkarte. Kleiner Feuerfall, nicht weit erreichbar und schwach. Haben wir jetzt 31. Geschwärzte Brocken von blutigem Fleisch sind überall verstreut. Sieht schon ein bisschen eklig aus, aber das war ja vorher nicht offen gewesen. Warum jetzt gerade? Oh, warte mal, da fällt mir gerade was ein. Auf beiden Seiten ist ein Sockel für etwas. Es scheint, dass eine Art Gerät... LOL! Die Dings...
Oder? Okay. An die hätte ich jetzt ja gar nicht mehr gedacht. Vielleicht funktioniert das Gerät dann auf der anderen Seite wieder. Also, war das bei... Nee, nicht bei Ayako, aber da muss ich nochmal zum Ende hinlatschen, wo wir schon waren. Dass es da vielleicht funktioniert. So, Altartür geht auf. Es ist etwas drin. So, alte Scheibe, alte Holzscheibe. Okay, ich sollte ja die Holzscheiben und die Speere. Gut, die Holzscheibe habe ich... Nein, das war die falsche Taste. Gut, die Holzscheibe habe ich. Aber da im Dienerraum ist noch was. Da würde ich vielleicht nochmal dahin gehen. Okay, dann sammeln wir halt. Mittlerweile, dass sie sich immer so umgucken muss. Als ob da irgendwas wäre, weißt du? Bin ich auf dem richtigen Weg? Ich bin, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Mal gucken, vielleicht sind da ja die Speere. Da unten im Dienerraum. Wenn ich jetzt... Gott, wo waren der? Wenn ich jetzt den richtigen Weg finde, dann können wir nämlich das alles machen und dann... wie ich aber daran vorbeikomme, so ist mir immer noch ein Rätsel. Ansonsten speichern und dann, ja, mal gucken. Doch, ich erinnere mich. Das war ja hier, wo ich mich jetzt selber gefragt habe, okay, ich wollte hier in der Mitte rumlatschen, es gab aber nicht wirklich eine Mitte. Sagt sie nichts? So, eine große blutverschmierte Rüstung ist ausgestellt. Sie sagt ja nicht, dass da Speere oder irgendwas drin sind, aber ich... Die kann nicht verwendet werden. Muss doch noch was sein. Der Nagel zieht tief drin. Wahrscheinlich braucht man ein Werkzeug. Hatten wir das schon? Ich weiß es nicht, aber okay, dafür kriegen wir den Nagel. Gut. Dafür brauchen wir die Zange. So, ich muss den Nagel... Ja, weiß ich doch, Mann. Ich wollte da bloß ein Stückchen weiter weg von ihm hier. Mehr wollte ich doch gar nicht. Oder? Eine Runde beruhigen. Hä? Okay, wenn ich wahrscheinlich schnell genug X drücke, wenn der uns umarmt, dann passiert uns nichts. Okay, Metallspiel. Spieß gegen Dämonen. Cool. Und ein Schiffchen. Es wird wirklich Zeit, oder bevor ich irgendwo anders hingehe, wird es wirklich Zeit, erstmal zu speichern. Weil irgendwie hat das so ein Geschmäckle von wegen, wir kriegen doch vielleicht wieder einen größeren Gegner jetzt serviert. Das ist jetzt bloß eine Vermutung, aber wer weiß, was das damit da ist. So, jetzt muss man mal gucken, wie komme ich denn zu meinem Schiffchen-Ding. Okay, Treppe runter und dann unten durch. Ja, ich weiß. Ich sollte nicht unbedingt rennen. Nur... Ging das überhaupt lang? Ja. Nur frage ich mich gerade, wenn ich jetzt mal auf die Karte so gucke, ne? Also hier unten kommen wir ja eh nicht weiter lang. Beim Schrein da ist zu. Und hier bei der Westwache ist halt auch zu. Ich soll das ja, oder? Zum Schrein da unten bringen. Wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Weil bisher gab es noch keinen Weg. Oder das Gerümpel ist auf mysteriöse Art und Weise irgendwie verschwunden. Mal gucken. Ich bin aber erstmal froh, ganz ehrlich, dass ich wieder speichern kann.
und dass wir einiges an Schiffchen gefunden haben. Also, vielleicht haben wir jetzt den Punkt erreicht, wo wir sagen können, jo, wir müssen nicht mehr allzu vorsichtig sein. Oder was heißt nicht allzu vorsichtig sein? Allzu... Ja. So darauf achten, dass wir nicht so viel verbrauchen. Also, das war jetzt ein... Das war öfters mal, sagen wir, das war öfters mal speichern können. Und die Zeit ist auch komisch, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass ich wahrscheinlich einmal gestorben bin. Weil das sind jetzt gerade mal 25 Minuten vergangen und ich kann das ja immer hier schön gucken. Bei mir sind es knapp 40, deswegen. So, was ich aber nochmal machen werde. Bei Schriften war das. War das der Brief von Ayako? Überleben, das waren ja bloß die Dings. Schriftenband 1, Ayakos Brief, ne? Wenn ich in 10 Tagen nicht zurück bin, sammle die Holzscheiben. Ich weiß jetzt nicht, ob es mehr gibt, ne? Wir haben ja bisher bloß eine. Und spieße ein und bringe sie zum Tempel. Ich gehe zum Tempel, weil der Hof dort in Gefahr ist. So, und wenn ich mal gucke, der Tempel war ja hier unten gewesen, ne? Also ich nehme an... Okay, da ist ein Schrein, da ist ein Schrein. Ich nehme doch jetzt mal an, dass das damit, dass die Schreine damit gemeint sind, oder? Ich wüsste zumindest jetzt nicht, wo ich sonst hin sollte. Aber wir können ja mal probieren, vielleicht können wir jetzt mal endlich mal da runter zum Schrein. Wenn wir das eh schon haben. Wenn wir nutzen, können wir das hin irgendwo. Oder... Glocke haben wir ja auch noch nicht. Sonst hätte ich gedacht, jo, vielleicht, muss noch mal gucken. Nein. Vielleicht ist es ja einfach so, dass wir ihr das Zeug, geben müssen. Wenn wir das jetzt schon mal haben. Ich werde noch mal hinterlaufen. Wenn es halt nicht der Fall ist, dann, ja, keine Ahnung. Muss ich halt erstmal ein bisschen rumsuchen. Aber da das eigentlich von der Zeit her ganz gut passt, werde ich das dann wahrscheinlich außerhalb vom Dings machen. Also ich werde die Aufnahme weiterlaufen lassen, aber einfach mal außerhalb von der Aufnahme ganz in Ruhe gucken, wo wir dann hin müssen. Weil wenn wir ihr jetzt nämlich nichts geben können, dann keine Ahnung, wo ich noch hin kann. Ich meine, er ist halt... Kann ich den eigentlich spaßeshalber... Ja, du bist super. Warte. Oh, oh. Oh, oh. Du Arsch. Der war noch nicht ganz tot gewesen, der kleine Drecksack. Aber hast du ein Schiffchen für mich? Er hat wenigstens ein Schiffchen für mich. Okay, ich wollte ja mal probieren, ob ich den da unten irgendwie wegkriege, aber... Oder mal angreifen kann. Geht halt auch nicht so. Oder wir... es gibt irgendwann eine... Aha. Okay, war noch. Gut, so viel dazu. Jetzt wissen wir wenigstens, wie wir runterkommen. Und wahrscheinlich hat er das vorhin einfach bloß nicht gemacht. Nein, 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 nein. Sollte es jetzt nicht übertreiben. Ich wollte mal wenigstens eine Karte sparen. Okay. Hat er wahrscheinlich einfach vorhin nicht gemacht, weil wir die Dings noch nicht hatten. Sehr schön. Jetzt kommen wir auch endlich mal zum Tempel. Zu einem Tempel zumindest. Aber ob das der schon ist? Ich höre es doch schon wieder. Hä? Und der Dachrinne sind Blutflecken. Sie sind sicher vom Herzeren der Leiche. Herzinneren der Leiche. Aber hier blinkt noch was. So, Dorins Schriften, Band 2. So, im Garten habe ich zwei Mädchen mit roten Kleidern gesehen. Eine ist ziemlich hübsch, aber vor der anderen hatte ich ein bisschen Angst. Die Hübsche hat mir blutverschmierte Türchen in großer Zahl gespielt. Die Hübsche hat mit blutverschmierten Tüchern, Entschuldigung, in größerer Zahl gespielt. Warum macht ein junges Mädchen so etwas? Jetzt weiß ich's. Sie müssen sie irgendwo gefunden haben. Es kann gar nicht anders sein. Ich bin heute großartig in Form. Ist ein bisschen selbstverliebt, oder? Nö. Ja. Warte mal, wenn das bloß einer ist.
und ich ihn auch so angreifen kann. Aber ich soll es halt nicht übertreiben, ne? Nein, weg. Dass wir wenigstens eh eine Karte mal sparen. Also, dass wir uns... Wenn es nur einer ist, kann ich mich ja eh nachher wieder heilen. Deswegen geht das, dass ich vielleicht eh einen Angriff mache, dann mit dem Dings drauf. Ist die immer noch nicht geheilt? Okay. Habe jetzt auch mal festgestellt, die ist noch nicht ganz weg, ne? Ach komm, was soll's. Dann weiß ich es wenigstens später. Gut, trifft sie nicht. Okay, hier haben wir auch weiter nichts. Wir können... Ich weiß, ich wollte eigentlich zum Tempel. Oh, kann ich jetzt das Türchen hier auch machen? Okay, wir waren bei dem Türchen vielleicht noch nicht. Ja. Ganz netter Hof. So, ne, was? Altersschwache Steinpagode. Steht im Weg, okay. Was auch immer eine Pagode ist. Frage ist ja, haben wir hier überhaupt jetzt noch großartig was? Ah, jetzt komme ich da zur Leiche ran. Oh Gott, das sah gerade aus, als ob von rechts irgendwas auf mich zugerannt kommt, aber das ist ja bloß von ihm hier. Jetzt komme ich da ran. Die Spieße wurden in die Leiche getrieben. Herausziehen?